Mich macht die Szenerie dort immer wieder fassungslos. Mannheim, Morchenich, Immerath. Verlassene Dörfer mit gespenstiger Atmosphäre. Der Blick vom Tagebaurand. Gigantische Mondlandschaften, wo vorher Felder, Wiesen und Wälder unser Land begrünten. Und am Horizont die riesigen Schlote von Eurath, von Fremersdorf, von Niederaußen, die alleine für 10% der bundesweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Das, was dort passiert, ist ein Verbrechen. Es ist ein Verbrechen an unserer Landschaft, ein Verbrechen an unserem Klima und an zukünftigen Generationen. Sagen heute, macht Schluss mit diesem Kohleirrsinn, macht die Tagebau und Kohle mal endlich dicht! Der Kohleausstieg erweist sich dieser Tage als eines der größten Hindernisse nach Jamaika. Das liegt zum einen an der FDP, die ohne irgendwelche inhaltliche Sachkompetenz zu besitzen, ideologisch gegen den Klimaschutz holzt. Und es liegt an einem Kohleextremisten, den die Union als Verhandlungsführer für Energie- und Klimapolitik in die Verhandlungen geschickt hat. Armin Laschet. Eigentlich ist der gute Mann verantwortlich als ist der Ministerpräsident dieses Bundeslandes verpflichtet gegenüber uns Bürgerinnen und Bürger. De facto scheint er aber als Cheflobbyist zu RWE schon übergelaufen zu sein. Laschet warnt, mit dem Kohleausstieg ist der Industriestandort Deutschland gefährdet. Er entzieht tausenden Menschen die Erwerbsgrundlage und dann haben sie demnächst 30% AfD im Revier. Was für ein Schwachsinn. Lieber Herr Laschet, den Industriestandort Deutschland, den rettet man nicht mit einer Dinosaurier-Technologie aus dem letzten Jahrhundert, sondern mit einer Technologie, die in diesem Land schon 300.000 Arbeitsplätze geschaffen hat. Und diese Technologie ist erneuerbar. Der Kohle gehört die Vergangenheit. Die Zukunft gehört Sonne und Wind. Und nein, lieber Herr Laschet, der AfD treibt man nicht die Wähler zu, indem man aus der Kohle aussteigt, sondern indem sich die Kohlekumpel verschaukelt fühlen, wenn sie ihnen vorgaukeln, alles könnte so bleiben, wie es ist. Was es braucht, ist ein kluger, ist ein sozial abgefederter Strukturwandel, der sich der Realität stellt und ihr nicht verweigert. Die Kohle mal ja dicht machen. Was das konkret heißt? Die Hälfte der Kohlekraftwerkskapazitäten müssen bis 2020 abgeschaltet werden. Und spätestens 2030 muss Schluss sein mit dem ganzen Dreck. Denn nur dann werden wir das Klimaziel 40% weniger CO2 bis 2020 erreichen. Und nur dann werden wir andere Staaten überzeugen können, welches Potenzial die Energiewende hat. Denn Energiewende heißt, die Zukunft, Sonne und Wind anschalten und die Vergangenheit, die Kohle, abschalten. Und jetzt ist es Zeit, endlich abzuschalten! Einen solch konsequenten Kohleausstieg, den erwarten wir jetzt vor allem von einem, von den Grünen.
Nur so, nur mit solch einem Kohleausstieg, kann der grüne Leuchtturm auf Jamaika zu strahlen anfangen. Liebe Katrin Göring-Eckardt, lieber Cem Özdemir, Jamaika macht nur Sinn, wenn bei der Kohle was vorangeht. Und genau deshalb wollen wir euch kämpfen sehen. Wenn ihr aber nicht mal einen konsequenten Kohleausstieg bei Jamaika durchgesetzt bekommt, dann lasst Jamaika Jamaika sein und macht da nicht mit! Die UN hat dieser Tage nochmal eindringlich gewarnt. Damit die Klimaerwärmung nicht unbeherrschbar wird und nicht eine hochgefährliche Eigendynamik bekommt, haben wir noch 10 Jahre. 10 Jahre, in denen wir sehr, sehr schnell und sehr, sehr konsequent handeln müssen. Was das konkret heißt, dass 75% der fossilen Energien und 90% der fossilen Ressourcen im Boden bleiben müssen. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das werden wir nicht schaffen im Konsens mit dem Energiekonzern, sondern das werden wir nur schaffen, wenn wir uns mit den E.ONs, den RWEs und den Exxons dieser Welt ganz massiv anlegen. Ja. Unser Gegner ist mächtig. Und trotzdem habe ich Hoffnung, und diese Hoffnung, die ruht auf euch allen, auf diesem brechenvollen Platz, auf dieser großen Bewegung, die rund um den Globus entsteht. Überall stehen Menschen auf gegen die Klimazerstörung. In Kanada, in Alberta, gegen die Teersande. In Australien, in Mall Creek, gegen die Kohletagebau. In Brasilien gegen Fracking und in den USA gegen die Keystone Pipeline. Gemeinsam haben wir eine Botschaft an die Konzerne. Die Zeiten sind vorbei, in denen ihr Profite machen konntet auf Kosten des Klimas. Jetzt trefft ihr überall auf unser aller Widerstand. Um sich gegen die Konzerne zu wehren, greifen Menschen an immer mehr Orten auch zu den Mitteln des zivilen Ungehorsams. Und sie sagen, wo Recht zu Unrecht wird, da wird Widerstand zur Pflicht. Naomi Klein spricht in ihrem viel zitierten Buch über die Klimakatastrophe von einem Land, was da zusammenwächst. Und sie nennt dieses Land Blockadia. Blockadia kommt in diesen Tagen und ganz konkret morgen auch hier ins Rheinland. Auch hier bei uns ist eine Bewegung entstanden, die Taz im letzten Sommer als die Avantgarde der Klimaschützer adelte. Die Rede ist von Ende Gelände und den tausenden Menschen, die in die Gruben gehen und sich dort in der Lausitz und im Rheinischen Revier immer wieder den Baggern entgegenstellen. Liebe Freunde, ich habe mir sagen lassen, dass es gar nicht so schwer ist, Teil dieser Avantgarde zu werden. Man muss sich nur morgen früh so einen weißen Anzug anziehen. Man nimmt sich dann so einen Strohsack, habe ich gehört, auf den man sich später setzen kann und geht dann auf verschlungenen Wegen runter in den Tagebau in Hambach und setzt sich friedlich vor die gigantischen Bagger. Und man ist sogar ein ganz klein bisschen Teil dieser Avantgarde, wenn auch nur ein bisschen, wenn man morgen früh um 9 Uhr am Hauptbahnhof oder am Bahnhof in Bühr dabei ist, wo Leute sich legal mit einer legalen Demonstration an den Grubenrand aufmachen, so wie ich das vorhabe. Ich kann nur sagen, wenn ihr von Ende Gelände das konsequent friedlich macht, wenn ihr das als Aktion zivilen Ungehorsams macht, als bewusste, symbolische und vorher angekündigte Regelüberschreitung, dann finde ich das klasse. Das, was ihr vorhabt, das mag nicht ganz legal sein, aber angesichts dieses Kohlewahnsinns ist es bitter nötig und mehr als legitim.
Kongress und es geht gleich los mit dieser Wahnsinnsdemonstration. Denn wir alle haben es in der Hand, gemeinsam in Deutschland eine kraftvolle und bunte Klimabewegung in ihrer ganzen Vielfalt weiter blühen zu lassen. Ihr in den Chefetagen von RWE, E.ON und der LEAG in der Lausitz. Ihr Kohlelobbyisten von FDP und CDU/CSU, zieht euch warm an. Wir lassen nicht mehr locker, bis die Bagger endlich zum Stehen kommen. Und wir lassen nicht mehr locker, bis die Schlote endlich aufhören zu rauchen. Den Ausstieg aus der Kohle, den nehmen wir jetzt selbst in die Hand. Los geht's, ab geht's, die Demo kann losgehen. Danke, macht's gut.